diskutieren wir unsinnigerweise über RAF-Opas und Omas. Geht da noch eine Gefahr aus oder wie entwickelt sich der Terror? Also die RAF, der Begriff ist ja alt und das ist ja eigentlich auch tot. Aber das heißt nicht, dass der linke Terrorismus oder die linke Gewaltaffinität runtergegangen sind. Also ich würde eher sagen, es ist sogar größer geworden. Also Stichwort die militante Antifa und da gibt es jetzt viele neue Gruppen. Und das ist eigentlich eher gewachsen in den letzten Jahren. Was mich auch gewundert hat, ist, dass das Wort RAF immer noch funktioniert. Die dritte Generation ist ja viel mörderischer gewesen als die zum Beispiel erste Generation der RAF. Also 10 Morde, davon 9 unaufgeklärt. Das ist schon richtig happig. Also es ist ein Fahndungserfolg. Aber sie sind nie die Lieblinge, sozusagen das Lieblingsspielzeug der Nation geworden, wie die erste Generation. Also da wissen wir alles. Bader, Meinhof, Enzin, welche Lederjacken hatten die an und welche Samthose. Und diese dritte Generation ist nicht mehr so beliebt und so weiter. Und trotzdem hat mich dann doch gewundert, was für eine Welle es da gegeben hat. Darf ich trotzdem mal fragen? Also der Schriftsteller Wolfgang Schorlau hat ja ein Buch, einen Roman geschrieben, auch verfilmt, Blaue Liste. Und er stellt die These auf, dass die völlig durchsetzt waren mit westlichen Geheimdiensten, BND oder Verfassungsschutz. Er macht das auch an dem Haar von Grams, an der Stelle, von der Rohwedder aus erschossen worden sein soll, fest und ähnlichen gefakten Spuren. Wie ist denn die Stringenz eigentlich von der ersten zur zweiten zur dritten RAF? Also ich würde sagen, die erste Generation der RAF, der ich am besten auskenne, die haben ja einen gigantischen Medienerfolg gehabt. Also ja nicht als Terroristen irgendwie erfolgreich, aber es so zu schaffen, mit Name und Gesicht, anders als alle anderen terroristischen Gruppen der Linken, sind sie mit Namen und Gesicht in die Öffentlichkeit gegangen und haben dann also ein gewaltiges Sympathisantenheer erzeugt. Und ich würde sagen, die zweite Generation, die schon viel mörderischer war, Stichwort eben die ermordeten Buback, Schleyer, Ponto, das war ja diese gigantische Geschichte 1977, war schon politisch viel weniger bedeutsam. Die Leute waren auch nicht so beliebt, würde ich sagen, in der Szene. Und sie waren auch viel mörderischer. Und ich würde sagen, sie wollten von dem Ruhm noch etwas abhaben, den die erste Generation eben erzeugt hat. Und das Gleiche würde ich auch sagen, weil Sie zur Kontinuität fragen. Auch die dritte Generation ist, glaube ich, geistig, politisch, was ich da von denen sehe und höre, auch wirklich armselig. Es sind eigentlich eine dreckige Mordbande. Und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, die noch so als RAF oder als irgendwas hochzunobeln. Es ist eigentlich wirklich, es ist eigentlich primitiv und armselig, was da passiert. Ich wundere mich also über die Medien, dass sie so auf diesen Zug aufspringen.